Hat man im Rückeroberungsprozess Chancen, wenn das Gegenüber bindungsängstlich ist? Bindungsängstler neigen ja dazu, je mehr Nähe entsteht, dass dann in diesem Moment eben auch die Bindungsangst aktiviert wird und aus dieser Bindungsangst heraus Distanz entsteht. Und man ist da in so einem gewissen Teufelskreislauf und man braucht ja auch gleichzeitig Nähe in der Beziehung. Gleichzeitig haben Bindungsängste auch super starke Verlustängste. Also triggert man diese Verlustängste, dann sorgt das dafür, dass der Bindungsängstler einem eher hinterherrennt. Aber das wird nur ausgelöst, wenn man den Bindungsängstler so ein bisschen links liegen lässt, er einem oder sie einem auf gut Deutsch egal ist. Und wie soll man denn eine Beziehung führen, in der nur zurückgeliebt werden kann, wenn man selbst nicht mehr liebt? Deswegen spricht man ja auch von Beziehungsunfähigkeit. Also im Tieferen, wenn wir von Chancen sprechen, geht es immer darum, wie ist überhaupt die Chance darauf, dass beide Seiten in den Heilprozess reingehen. Und da wird es dann kompliziert. Dass jede Situation super individuell und absolut einzigartig. Wenn das in deinem Fall zutrifft und dein Gegenüber ist bindungsängstlich und du möchtest dein Gegenüber zurückbekommen, ihr habt vielleicht eine Trennung durch oder seid gerade in diesen On-Off-Dynamiken oder es ist so, dass ihr vielleicht noch in einer Beziehung seid, kann ich dir sehr empfehlen, mit dem Ex-Zurücktest aus der Videobeschreibung zu arbeiten. Ich selber bin Bindungsängstler gewesen in meiner Vergangenheit und kenne mich mit diesen Themen deswegen extrem gut aus und weiß auch, wie Bindungsängstler ticken und habe auf dieser Grundlage einen Test entwickelt, über den wir deine Situation ermitteln können, wobei dieser Test wirklich super einzigartig ist. Erstmal ist er darauf optimiert für das Thema Bindungsangst. Zudem ist dieser Test so aufgebaut, dass du zwei Ergebnisse bekommst. Ein Sofortergebnis, wo du sofort sehen kannst, strategisch ist das wichtig, die Chancen stehen es so oder so. Und vor allem das Wichtigste nochmal ein persönliches Ergebnis. Ein 1:1-Ergebnis, in dem ich individuell mir dein Testergebnis anschaue, ein Video abdrehe, wie dieses hier. Deswegen dauert das immer so 1 bis 2 Stunden, bis das fertiggestellt ist. Und in diesem Video gehe ich dann auf dein Testergebnis ein und sage dir, okay, also gegenüber ist bindungsängstlich in diesem Ausmaß, die Chancen sind so und so, nur musst du in deiner speziellen Situation das ganz bewusst darauf und darauf achten. Das Ganze ist am Ende nun mal immer individuell. Deswegen habe ich diesen Test ins Leben gerufen, weil ich dir dann wirklich individuell weiterhelfen kann, dich persönlich in deiner Situation nochmal mit an die Hand nehmen kann. Der ganze Test geht auch relativ schnell, sind insgesamt nur 8 Fragen. Du hast noch ein Feld, das ist sehr wichtig, wo du deine Situation persönlich nochmal beschreiben kannst. Nutze dieses Feld, weil da ziehe ich die meisten Informationen raus und dann bekommst du wirklich so eine Auswertung. Die große Herausforderung bei Bindungsängstlern ist eben, dass sie einerseits eine Bindungsangst haben, gleichzeitig aber auch ein Selbstwertthema, das immer mit einer Verlustangst einhergeht. Die Verlustangst erstmal auszulösen, das ist so der wichtigste Teil vom Test. Wie kommt man überhaupt dahin, so dass man das überhaupt triggern kann? Was für Möglichkeiten und Chancen gibt es da? Aber vor allem auch, wie gehe ich damit um? Weil wenn der Bindungsängstler sich nicht ändert oder die Bindungsängstlerin, dann wirst du ja immer wieder leiden. Also musst du den anderen dazu bewegen, dass sich etwas ändert. Und da ist es ganz wichtig, erstmal zu gucken, welche Chancen sind überhaupt dafür da. Weil alles andere, den anderen Verlustangstmodus halten, da wirst du in der Beziehung niemals glücklich sein. Und wenn du dann wieder mehr willst, dann geht dir die Bindungsangst los. Es bringt am Ende nichts. Also wenn du dich in so einer Situation wieder erkennst, kann ich dir sehr ans Herz legen, arbeite mit dem Test aus der Videobeschreibung, füll den Fragebogen aus, schick ihn mir zu, dann kann ich dir wirklich individuell in deiner Situation nochmal weiterhelfen. Genau. Ansonsten bis zum nächsten Video.